herzlich willkommen zu einem Manga-Update. Ich habe wieder einige Mangas gelesen, die ich euch vorstellen möchte. Die meisten Mangas, die ich vorstelle, bis auf eins zumindest, habe ich alle gereviewt. Habe ich unten nochmal in der Infobeschreibung, da könnt ihr hinklicken. Und nochmal direkt Amazon-Links, damit ihr gleich kaufen könnt, wenn euch das zusagt. Anfangen möchte ich mit Love Shop, ein Erotik-Manga, was wirklich den Namen Erotik verdient. Allerdings ist es zensiert, also wenn es wirklich zu den 10 kommt, dann ist hier immer ein bisschen was zensiert, was ich auch jetzt überhaupt nicht schlimm finde. Ist ganz okay, es geht grundsätzlich darum, meine Liebesbeziehung zwischen einem jungen Pärchen, was in einem Konkurrenzunternehmen arbeitet, ja, und dann kommt es langsam zum Konflikt. Natürlich kommen andere Partner hinzu und ja, es verschärft sich alles. Ich möchte gar nicht so viel spoilern. Irgendwie sagt mir das immer mehr zu. Der zweite Band finde ich noch besser als der erste. Der erste war so die Einführungssache, logisch. Aber im zweiten spitzte die Situation zu und ich bin sehr gespannt auf Band 3. Der nächste Band, Sandome, geht auch um Sadomaso. Der erste Band habe ich auch gereviewt. Ich wollte es eigentlich gar nicht weiterlesen. Irgendwie, ich weiß nicht, ich bin ja nicht der typische Manga-Leser, muss ich auch dazu sagen. Ich lese eher Comics, Mangas ab und zu auch mal, wie auch wie ihr jetzt hier seht. Setzt hier viel auf Humor auch und das letzte Band hat mit Science Fiction geändert. Ich habe es noch nicht gelesen, Sandomi 2, deshalb konnte ich euch gar nicht sagen. Es war ein Planet Manga, also von Panini rausgekommen. Also wie gesagt, sagen kann ich euch dazu nichts. Ich kann euch nur mal die Zeichnung zeigen. Den ersten Band hatte ich auch schon mal einem Update-Video auf jeden Fall unterzogen, also wenn ihr da mal reingucken möchtet. Ja, mal gucken, inwieweit das hier wirklich reinkommt, wenn die Sadomaso-Szene reingeht weiterhin. Und ja, bin sehr gespannt auf jeden Fall. Vielleicht schaffe ich hier nochmal ein Review dazu. Klickt auf jeden Fall auf die Homepage. So, das nächste ist Big Trinity. Da hatte ich ja schon im letzten Manga-Update gesagt, dass ich den zweiten Band viel besser fand. Da kam dann wirklich Action. Die Liebe wurde ein bisschen dosiert. Im zweiten Band gibt es auch ein exklusives Tattoo wieder dazu. Wer einen haben möchte, ist hier mit eingeliefert. Die ersten Seiten waren wieder in Farbe, was ich auch sehr schön finde. Meine Abwechslung auf jeden Fall rein. Und dann die Zeichnung. Wie gesagt, die Action ist mehr im Vordergrund. Das war ja im ersten Teil nicht so, wie schon gesagt. Da war eher die Liebe im Vordergrund und irgendwie ging das total im Thema vorbei. Aber jetzt wird es immer interessanter, dieses Thema, dass sich Menschen mit Gegenständen vermischen können. Auch das Cover ist auch schon viel erwachsener geworden, wie ich finde. Im Gegensatz zu diesem Lügen mit diesem Liebe drauf. Nein, hier geht es jetzt ordentlich zur Sache auf dem Cover. Und genauso ist die Handlung aufgespickt. Also manchmal kann man es auch an der Handlung sehen, wie das so ist. High School DxD, ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus, fängt auch mit ein bisschen Farbe an. Und dann die Story. Ich habe jetzt einfach mal den sechsten Teil genommen. Habe ja nur gehört, dass es eine große Serie ist, die auch schon verfilmt worden ist, die auch schon so einen leichten erotischen Hintergrund hat. Sexy Action ist hier auch drauf. Auch von Panini Comics rausgekommen. Ich habe mich einfach mal überraschen lassen. Allein bei dieser Szene hier habe ich noch mal in der Review auf jeden Fall geschrieben, dass hier jemand halbnackt in Schürze kocht, weil es ihm gesagt wurde in der Schule. Ist recht ulkig gehalten auf jeden Fall. Auf jeden Fall was für Teenies. Ich glaube, Erwachsene würden das, glaube ich, nicht so lesen. Die Serie, die Anime-Serie habe ich noch nicht geguckt. Könnt ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, wenn ihr schon alles gelesen habt. Also mein Experiment, würde ich sagen, ist es nichts für mich. Aber ich denke, für Teenies und ja, junge Erwachsene, in Anführungszeichen, ist das auf jeden Fall was. Aber ich denke, für mein Alter, ich bin da ein bisschen drüber. Mir hat es jetzt persönlich nicht ganz so gut gefallen. Ich werde es nicht weiterlesen. Aber für Teenies, wie gesagt, auf jeden Fall. So, das waren die ganzen Mangas, die ich gelesen habe. Die 4 Stück nochmal im Überblick. Ich werde in Zukunft auch wieder Mangas lesen, aber wie gesagt, immer so ein bisschen dosierter in Anführungszeichen. Ich lese mehr Comics. Und wenn mir mal ein Manga in die Hände fällt, ich denke, Love Shop Teil 3 werde ich auf jeden Fall weiterlesen. Bei Sandome bin ich noch recht gespannt, möchte ich mal sagen.
obwohl ich es ja eigentlich gar nicht lesen wollte, aber ich lese das einfach mal und dann mal gucken, ob ich den dritten Teil auch kaufe oder nicht. Werde ja in den Updates wieder sehen. Die anderen beiden werde ich auf jeden Fall nicht weiterlesen. Das war das Update-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.